One, two, Unser Vater ist der Wohne für Gott. Heute habe ich frei. Bin mit meinem Hund spazieren im Prater. Das ist ihr Lieblingsbaum. Hallo, heute ist Donnerstag, der 26. März 2020. Mein Name ist Dr. Stefan Gewitz. Ich bin Epidemiearzt in der Epidemiearztgruppe in Reute. Jetzt sind wir hier bei mir im Studio Korneuburg, wo normalerweise täglich irgendwas stattfindet, sei es von mir oder von meinen Einmietern. Und seit fast 14 Tagen liegt jetzt das Studio aber kundentechnisch brach. Und meine Einnahmen sind jetzt auch seit fast 14 Tagen gleich null. Wir befinden uns hier in einem Krankenwagen, mit dem wir von Patient zu Patient fahren, um die Corona-Abstriche durchzuführen. Mittlerweile machen wir das so, dass der Arzt hinten in dem Krankenwagen sitzt und dann am Patienten aussteigt, den Abstrich durchführt und dann gleich wieder einsteigt und der Fahrer sozusagen den nächsten Patienten anfährt. Es ist mittlerweile recht ruhig geworden hier im Krankenhaus. Üblicherweise haben wir hier volle Wartesäle, viele Patienten, die mit Infektionserkrankungen zu uns kommen und Therapie und Diagnose bekommen. Es ist viel ökonomischer und wirtschaftlicher und auch nötig, da als ich vor 3 Wochen alleine als Epidemiearzt hier angefangen habe, das noch zu schaffen war. Mittlerweile sind wir 8 Ärzte, die abwechselnd jeden Tag die Patienten anfahren in 2 Schichten von 8 bis 13 Uhr und 13 bis 20 Uhr. Hallo, wir sind heute das erste Mal seit gut einer Woche draußen. Ja. Wir sind mit dem Auto in meine Arbeit gefahren. Heute konnte ich kein Homeoffice machen, weil ich einige Sachen holen muss und einige Sachen ausdrucken muss. Der Sammel begleitet mich. Das ist teilweise sehr anstrengend, hier in der Schutzkleidung so viele Stunden in dem Fahrzeug zu sitzen und so viele Kilometer abzufahren. Aber nichtsdestotrotz ist es für alle im Moment schwer und wir sind dankbar, dass wir unseren Beitrag leisten können. So, nochmal ein kurzes Update aus Tel Aviv, Israel. Und zwar gibt es ja gestern neue Beschränkungen, die mit heute in Kraft treten werden. Und zwar dürfen wir uns nur mehr 100 Meter vom Wohnhaus weg bewegen, ausgenommen für Supermarktgänge oder irgendwelche Notfälle. Sprich, das, was wir, glaube ich, jetzt alle bisher noch genossen haben, ist ans Meer gehen oder am Beach entlang spazieren etc. Und das ist jetzt dementsprechend auch eingeschränkt. Und einen großen Lob an alle Patienten, wo wir die Abstriche machen. Die sind fast alle gut gelaunt, lassen es super über sich ergehen und sind sehr dankbar, dass wir zu ihnen kommen. Im Alltag sind wir oft sehr wenig zu Hause und Stressbewältigung ist ein ständiges Thema. Derzeit ist es das nicht. Wir haben Zeit, Sachen zu Hause zu machen. Oh, da steht schon wer. Kommst du her? Und was hast du gerade gemacht? Ich war gerade in meinem Zimmer und habe mir ein Hörspiel angehört und habe mit Lego was gebaut. Cool. Ah, heute ist ein sehr interessanter Tag für mich. Weil gestern ist mir nicht so gut gegangen. Gestern war der Tag, wo ich ein bisschen realisiert habe, dass halt jetzt wirklich alles abgesagt ist und unter anderem auch ein Konzert bzw. eine Lesung, die ich morgen in einem kleinen Café bei uns im Kretzel gegeben hätte, wo ich meine beiden Bücher, die ich im letzten halben Jahr geschrieben habe, vorstellen hätte dürfen. Wenn Kindergarten ist, ist da oft gar nicht so viel Zeit dafür, oder? Ist das mal gut? Ja. Ja. Schön. Corona, Corona, Coronavirus, Corona, 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 Virus. Beratung steht für uns noch immer an oberster Stelle. Und das war vor 10 Tagen extrem schwierig, weil natürlich auch die Patienten, die Kunden sehr nervös waren. Bekommen wir rechtzeitig unsere Medikamente? Ich muss schon sagen, das ist existenziell sehr bedrückend und belastet natürlich zusätzlich diese Situation, von der viele meinen, man solle sie jetzt familiär nutzen.
Ja, eh, aber das ist nicht ganz so einfach, wenn man nicht mehr weiß, wovon man ab 1. April seine Rechnungen begleichen soll. Wir haben alles geschafft. Ein großes Dank gebührt auch den Großhändlern, die tagelang durchgearbeitet haben in mehreren Teams, um uns alle Apotheken in ganz Österreich zu versorgen mit lebenswichtigen Arzneimitteln. In der Arbeit im Krankenhaus St. Pölten geht es so dahin. Die Leute werden jetzt eher freigestellt, damit man das Personal so weit spart und gesund hält, bis der Einsatz dann notwendig ist. Wir freuen uns schon auf den Tag, ist einfach wieder mal ein bisschen was anderes, gell? Ja. Wir werden uns fleißig die Hände desinfizieren, ja, und einfach schauen, dass wir so mit niemandem in Kontakt kommen, beziehungsweise über einen Meter Abstand halten. Ich liebe den Dienstag, weil da holt mich immer meine Oma ab. Ja, aber jetzt geht das leider nicht, gell? Wir haben die Omas schon euch lang nicht mehr gesehen. Ja. Aber wir werden die Omas bald wiedersehen und dann werden wir uns ganz stark freuen. Bis dato haben wir mit den Großeltern nämlich nur videotelefoniert. Das klappt zwar ganz gut, aber natürlich kuscheln und drücken wäre halt schon wieder mal ganz nett, gell? Ja. Ja. Ja, es passieren Sachen, die lange schon liegen geblieben sind und es geht uns gut. Das ist allerdings nur möglich, weil mich eine Freundin finanziell abgesichert hat. Überhaupt bin ich sehr froh, dass ich Freunde habe, die sich melden und fragen, brauchst du Hilfe? Es ist mir auch schon finanzielle Unterstützung von Freunden angeboten worden. Und eine Freundin ist ganz konkret geworden und hat gesagt, schick mir bitte deine Kontonummer. Ich will dich unterstützen, ich bin sehr privilegiert, habe viele Bezugspersonen für mein Kind. Das hast du alles nicht. Hut ab, wie du das meisterst. Und jetzt, in Zeiten wie diesen, möchte ich dich gleich unterstützen. Sie hat mir dann eine vierstellige Summe überwiesen, wo ich zuerst mal geschluckt habe, sehr berührt war und nicht wusste, ob ich es annehmen kann, weil uns diese Summe an Geld für die nächsten 2 Monate absichert. Hallo, heute ist Freitag, der 27. März 2020. Mein Name ist Dr. Stefan Kewitz und ich wollte mit dem Videotagebuch heute kurz berichten, dass wir heute Nacht wieder Masken bekommen haben. Seit ein paar Tagen ist es möglich, ohne extra zum Arzt gehen, Rezepte bei uns einzulösen. Die Masken kommen aus Deutschland und ich helfe unentgeltlich, die Masken hier zu verteilen. Wir haben letzte Woche 1000 Masken an die Bergrettung Tirol geliefert und auch Desinfektionsmittel. Dazu müssen Sie einfach nur Ihren Hausarzt kontaktieren. Es wird auf Ihre Versicherungsnummer, sprich E-Karte, gespeichert. Sie kommen zu uns mit der Karte. Wir stecken gemeinsam die Karte rein. Es wird abgerufen, Ihre Medikation. Wir drucken sie für Sie aus und die Prozedur ist ganz normal weiter. Wir bereiten uns alle hier auf Corona vor. Alle nicht wichtigen und essentiellen Eingriffe werden verschoben. Alle Patienten, die entlassen werden konnten, wurden entlassen. Und alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um gerüstet zu sein für Corona-Patienten, wurden getroffen. Und jetzt haben wir hier noch 5000 Masken für das Krankenhaus Reute und das Rote Kreuz liegen, die nachher abgeholt werden. Möchte ich kurz zeigen. Patienten sind noch gar keine da, sodass wir also hier locker mal reingehen können. Und wir sehen, die Hilfslieferung ist angekommen. Viele, viele Masken für Tirol. So sieht das aus. Und ich hoffe, wir werden noch weiter irgendwie Masken bekommen, um hier alles am Laufen zu halten. Das ist mal etwas Außergewöhnliches und deswegen wollte ich euch das mitteilen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Stefan Kewitz. Heute am Nachmittag wollen wir ein bisschen in den Garten gehen, so wie es jetzt ausschaut, schaut es recht schön aus, wobei
Es ist irgendwie sehr kalt. Mit minus 4 Grad, das wird schon heftig. Ja, aber vielleicht gehen wir trotzdem ein bisschen frische Luft und Sonne tanken. Es ist ein relativ gutes Gefühl, dass man jeden Tag Updates bekommt von der Regierung und extrem schnell auf sämtliche Entwicklungen und Trends reagiert wird. Und von dem her, glaube ich, ist einfach das Wichtigste jetzt zusammenzuhalten und sich wirklich daran zu halten und zu schauen, dass wir das global durchstehen. Und gestern war das schwierig für mich. Gestern ist mir das ziemlich an die Nieren gegangen, wie man so schön sagt. War ein bisschen traurig und dann war auch energielos und bin halt den halben Tag auf Facebook gehängt, wie man das öfter mal macht, wenn es einem nicht so gut geht. Nichtsdestotrotz, wie so viele andere, ihr seht das hier, versuche ich mein Angebot online umzusetzen und habe mir mit GoPro und Stativ hier ein Drehset aufgebaut. Und habe dann aber gemerkt, Musikerkollegen und Kolleginnen von mir, die haben angefangen, ihre YouTube-Seiten zu promoten. Haben gesagt, hey, gebt uns Likes, abonniert uns, weil anscheinend kriegt man da mehr Features und hat mehr Möglichkeiten, mit YouTube auch zu arbeiten. Und mache mich jeden Tag daran, Sessions aufzuzeichnen, die ich meinen Kunden und Kundinnen dann zur Verfügung stellen kann. Auf dass diese wiederum hoffentlich Zeit und Muße finden, sich das auch von zu Hause aus reinzuziehen. Und habe ich mir gedacht, okay, mache ich halt auch mit und habe meine Seite dann abends selber gepostet. Saxophone Affairs, bitte Leute, schenkt mir doch ein paar Abos, also ein paar Likes. Und dann ist das irgendwie, die Leute haben total super drauf reagiert. Was wir auf jeden Fall heute noch machen wollen, ist malen. Wir müssen lesen üben, stimmt's? Nein. Ja! Und wir wollen Knetseife machen. Weißt du, was Knetseife ist? Und so kann man im Moment eh nur einen Tag nach dem anderen, eine Woche nach der anderen irgendwie bestmöglich verbringen und nutzen. Nein, nicht ganz. Nein, ich auch nicht. Das macht man mit Duschgel und Stärke, da macht man so einen Teig und das kann man dann irgendwie ausstechen und trocknen lassen und dann können wir das gleich zu Ostern... Mein Hals auf dem Dach. Das macht ja nichts. Und das können wir dann gleich zu Ostern an die Omas verschenken. Wuhu, wuhu, tschüss. 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 Ich bin unendlich dankbar, dass Menschen jetzt zusammenhalten und das gegenseitig unterstützt wird. Genau das brauchen wir jetzt. Gell, Ella, sonst haben wir nichts zu sagen gerade. Ja, gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Eure Geisberger Apotheke.